So, und da sind wir jetzt auch wieder hier jetzt in Tomb Raider, ich wollte schon 2 sagen, muss ich mich erst dran gewöhnen, Tomb Raider 3. Jetzt hier mit dem richtigen Spiel, hört sich doof an, mit der Hauptstory. Bist du bereit, Cytex? Immer. Sehr gut, dann würde ich sagen, wir schlagen unser magisches Buch auf. Nicht wundern übrigens über diesen Strich, der da unten rechts durch Lara durchgeht. Der ist einfach ein Visual-Bug-Glitch. Der kommt, glaube ich, durch das 16:9 Upscaling oder so. Der ist nur im Hauptmenü. Den sind wir gleich wieder los. Keine Sorge. Also, ich würde mal sagen, hier Büchlein auf. New Game. Wir haben noch nie gespielt. Wir sind gespannt. Auf geht's. So. Und hier sind wir jetzt direkt. Ja, es geht direkt los. Anscheinend in einer Art Dschungel. Guck mich mal um. Tatsächlich hier auch ziemlich viel Blätterzeug. Blätterdach nennt man es auch. Wie krass. Hast du das damals auch gelernt, diese verschiedenen Ebenen an Bäumen und Blätterebenen und so im Dschungel? Das weiß ich noch, haben wir in Erdkunde damals im Gymnasium, haben wir das gelernt. Ja. Das fand ich Warte, schon bitte sehr ganz interessant. Kurz, weil ja, ich muss mal eben Secret. Kurz... Ich muss einmal ganz kurz wegen den Secrets gucken. Okay, cool. Einen Augenblick, bitte. So. Es regnet auch ganz leicht. Ich schätze mal, dass man es auf YouTube fast gar nicht mehr sehen kann, aber so ganz leicht gehen hier Regentropfen runter. Ich sehe es auch, ja. Okay. Einen Augenblick. Na, natürlich, natürlich. Wir sind ganz entspannt unterwegs. Wir sind hier die ruhigen Fahrer. Dank der Kommentare hat man ja auch mal hier und da immer mal wieder schöne alte Szenen angeguckt aus den älteren Let's Plays. Und es waren ein paar Witze und Sprüche dabei und ja, doch, ich muss schon sagen, beim wieder angucken, man hat sie halt schon vergessen gehabt. Ich musste schon hier und da mal schmunzeln. Es waren schon echt geile Zeiten mit Tomb Raider 1 und 2. Ich bin gespannt, was uns hier in Tomb Raider 3 erwartet. Also das Secret, wie die aufgebaut sind, finde ich schon ein bisschen Pain gerade. Okay. Also denkst du, ich kann jetzt mal hier runterrutschen, oder? Okay, ich erkläre dir das kurz. Es tut mir auch leid, dass du jetzt warten musstest, aber... Ich mach erstmal einen Safe-Slot, so. Ja, also in den nächsten 60 Sekunden hast du 3 Secrets vor dir. Was? Ja, wie gesagt, das ist... Okay. Bitte finde sie. Ich muss ganz kurz noch weiter gucken, wo das hinführt. Darf ich jetzt hier runterrutschen, oder? Such dein Secret. Ja. Oh nein. Wieso fängt es denn so an? Ich weiß es nicht. Secret verpasst. Was? Es fängt schon wieder richtig gut an. Oh nein. Oh doch. Also hier hoch anscheinend. Oh, Pain. So. Und jetzt kann ich hier runterrutschen. So, und jetzt such dein Secret. Kann man auf den Blättern laufen? Speicher mal da, wo du stehst. Okay. Also das hättest du niemals gefunden. Mhm. Kein Mensch würde sich hier umgucken. Du bist schon wieder zu weit, du kannst wieder laden. Tja, was? Da komme ich wieder hoch. Ja, trust me. Du müsstest, siehst du den Baumstamm da? Welchen Baumstamm? Warte, stopp, dreh dich mal nach links. Den da? Nein, nach links. Den da. Nach links. Ja, den da. Nein, der davor, diese Wurzel da. Ja, genau. Ja. Unten ist so ein Blätterdach. Ja. Und genau da springst du jetzt mal rein. Nicht da hinten hin. Direkt an dem Baumstamm dran. Ja, genau, da springst du jetzt mal hin. Ach, hau ab, ich sehe die Textur, schaut anders aus. Hä? Und du bist zu weit. Hä?
Ja, du musst direkt an der Wurzel landen. Genau, so spring mal. So spring mal. Und da ist es. Ja, das ist. Und jetzt musst du da mal kurz speichern, weil das geht genauso weiter. Was? Augenblick. Ja, ja, Augenblick. Haben die Lack gesoffen? Du müsstest dort. Guck mal in der Inventory. Du hast eine Shotgun bekommen, genau. Was? Ja, ja. Warte, warte. Wir machen sofort weiter. Wir machen sofort was? Weiter. Augenblick. Alles klar. Also war das jetzt hier das Secret, dass ich die Shotgun kriege? Okay. Genau. Und jetzt. Hab ich gespeichert, ja. Jetzt kannst du dich runtersliden lassen auf der, genau auf der Ebene, auf der du stehst. Ja. Lässt du dich runtersliden. Da müsstest du auf einer Plattform landen gleich. Ich sehe sie. Beweg mich nicht. So, ja. Warte. Und das nächste Secret siehst du schon vor dir. Da links unten. Da diese, dieses Headpack, ja, ne? genau. Das What ist echt. Fuck, ja, das Alter. Du bist so Level 2 Minuten im Spiel und dann geht's schon los. Nicht mal, das waren 10 Sekunden wahrscheinlich im Spiel. Ja. Aber wir kriegen Flares und wunderschön, hier ein riesiges Madpack sogar. Das können warte. Noch nicht weitergehen. Oh mein! Lol. Okay, das habe ich legit nicht gesehen gehabt. Schön, dass du mich über alles informierst. Ich hab das nicht gesehen. Ich wusste das nicht. Okay, warte. Speicher da mal. Speichern, ja. Holy und jetzt such dein Secret. Was? Da drüben auf der anderen Seite nehme ich an. Übers Blätterdach gelaufen. Nee. Ja, nach oben musst du nicht. Da hinten. Ah. Ja. Die sind doch. Ja, die haben schon Lack gesoffen. Was und das es gibt denn? Jetzt Lebenskristalle. Es gibt das jetzt so ein, Lebenskristalle. Das ist so ein Kristall aus Sims, Alter. Ja, genau. Und der Sims-Kristall, der halte ich. Du kannst aber reinlaufen. So, jetzt Augenblick. Mod, ich muss weitergucken, weil das was Secret heißt Mod? 3 geht weiter. Kurz zur Info. Einer der Patches, die wir installiert haben, sind ja alle unten zu finden natürlich wieder, habe ich schon erwähnt. Den gibt es in 2 Varianten. Die eine ist halt so, wie Spiel es sein soll, mit diesen grünen Dingern hier, mit so Gems, und eine ohne, da hat jemand die tatsächlich rausgepatcht, anscheinend irgendwie so, wie es damals bei der PlayStation gewesen ist oder so, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir lassen es, weil es so halt Standard ist im Spiel, ich will da nicht zu viel verändern, wir hätten auch irgendwelche HD-Texturen einfügen können, das will ich nicht. Deswegen lassen wir es so, wie es ist, aber halt nur zur Information, es wäre möglich, die rauszupatchen, ist alles verlinkt unten, genau. So, Zeitex. Genau, so, du musst jetzt da links runtergehen. Ja, und jetzt kommen die Spikes, da musst du, warte kurz. Ich finde auch gut, dass wir hier wieder ohne Hintergrundwissen reingeschmissen werden. Also es gab ja anscheinend irgendwie so einen Meteoriteneinschlag und dann irgendwas in der Antarktis, wo irgendwas dann kaputt gegangen ist. Ja, die haben irgendwas hochgejagt, aber jetzt sind wir auf einmal in einem Dschungel. Du bist übrigens in Indien. Indien, okay. Ja. Du kannst da runtergehen. Okay. Bis zur nächsten Ebene. Krass, ne? Richtig sportlich hier unterwegs. Oh, das ist okay, jetzt schon wieder speichern. Der pure Stress, ne? Ja, wegen einer Sache musst du mal gucken. Wir haben ja ein Secret, das es irgendwie im Spiel verbuggt gab, haben wir ja wieder reingepatcht, dass wir das auch nicht verpassen. Das ist irgendwo bei etwas, einem Level, wo es irgendwie 2 Wege gibt. Und da gibt es irgendwie auf jedem Weg irgendwie ein Secret oder so. So habe ich das gelesen. Das wirst du dann, wenn es soweit ist, Bescheid wissen, hoffe ich. Vermutlich nicht. Such dein Secret. Ach, hör doch auf, wie viele Secrets gibt es denn? Ja, deswegen sagte ich ja gerade, ich muss das eben angucken. Jetzt habe ich voll auf den Bildschirm gespuckt. Ja, sorry, ich kann nichts dafür, dass sie das Level-Design so gemacht haben. Sekunde. So. Ja, hier oben?
Nee, also nach vorne ins Areal auf jeden Fall nicht. Da ins Areal sollst du. Das hier. Da ist ja wieder ein Gam. Ist er genau das? Nein. Die Gams sind keine Secrets. Achso. Aber wenn ich hier healen darf, was ist denn? Wieso sind hier so Wassereffekte? Ist da einfach Wasser unten? Ja, es wabbelt doch auch. Siehst du es nicht am Boden? Ich gehe da jetzt einfach runter, okay? Ja, mach ruhig. Okay. Secret for Past, muss laden. Ja, nein. Hä? Hä? Aber es wabbelt doch, oder nicht? Der Boden. What? Das ist so ein Moor. Das ist Schlamm. Lol. Okay, krass. Okay, das ist aber nicht der Weg des Secrets. Okay, ich gehe wieder zurück. Okay, das ist halt schon wirklich wieder cool. Was passiert, wenn ich jetzt hier krieche? Geht nicht. Laura. Du stirbst gerade. Ja, du ertrinkst. Im Schlamm. Lara? Lara? Oh, sie ist tot. Lara? Der erste tot. Lara? Wie random. Lara, könntest du bitte nach oben kommen? Ja, also. Gut. Over. Also dafür, dass wir am Anfang erstmal komplett verwirrt waren, was das sein soll, ist ganz cool. Also jetzt hier runter. Es ist doch unscheinbar irgendwie, ne? Ja, voll. Man sieht halt diese Schwabbern, aber es ist halt richtig cool gemacht. Aber wie kommt man denn dann da durch? Wahrscheinlich gar nicht. Das weiß ich noch nicht. Voll ist mal dein Secret. Ja, die Frage ist, wo? Monster, lass uns mal Tomb Raider 3 aufnehmen. Mhm. Hier oben vielleicht irgendwie? Ja. Authentischer Secret Sound. So. Nehmen wir mit. Okay. Lol, da liegt noch was. Hast du drei Sachen aufgesammelt? Nee, ist jetzt die zweite. Okay, es sind drei Sachen insgesamt. Okay. Lass mich mal gucken. Vielleicht ist oben in so einer Spalte noch was drin. Shotgun Shells, Flares. Dreh dich mal nach rechts. Da. Und das ist Medipack, genau. So, ich wollte gerade sagen, wobei Spalten ja eher dein Spezialgebiet sind. Richtig, richtig. Hm. Okay, jetzt kannst du erstmal zocken. Okay. Bis zu einem Baumstammtiger. Was? Ist egal. Ich weiß schon wann. Jetzt können wir endlich das Spiel genießen. Yay. Aber komm, du erzähl mir, was du willst, die Secret Sets. Also das vielleicht, aber die anderen, die auf waren schon grenzwertig. Fall. Die Shotgun. Ja. Die war also schon hier lustig. Geht's ja meiner Meinung nach gar nicht weiter. Du wirst einen anderen Weg nehmen. Auf die andere Seite wieder zurück. Kein Problem, hier drüben geht's. So. Ich bin mal auf die Story gespannt, was jetzt hier passieren wird, weil im ersten und zweiten Teil war schon relativ abgedreht mit so übernatürlichen Dingen auch. Ja, krass, ne? Krass, ne? Und jetzt ist. jetzt ist Friede, Freude, Eierkuchen. Krass, ne, Bruder? Brudi? So. Ich hoffe, dass wir es dieses Mal hinkriegen ohne dicke Pausen. Was für dicke Pausen meinst du? Ja, so 6 Monate. Ja, gut. Ja, ich würde einfach mal jetzt hier dem Weg folgen und hier diese Side-Rutsche vielleicht nehmen, oder? Wir hatten halt beide viel zu tun, ne? Ja, true. Wir haben leider halt damals echt keine Termine gefunden. Das ist schon true. Wir haben uns auseinandergelebt. Na. Ja, das hat ja gut funktioniert. Ich bin unten, das war mein Plan. Okay, hier ist Wasser. Ich bin ein bisschen überfordert.
Hilfe. Okay. Und dann kommt halt darauf an, jetzt, wir machen das ja wie gesagt immer bevorzeitig in die Arbeit muss. Bei mir geht die Uni auch bald wieder weiter. Wir nehmen dann einfach immer mal wieder in so Sessions ein, zwei Level auf oder so. Dann passt es auch. Es gibt natürlich, wie sollte es auch anders sein, wieder ein DLC für dieses Spiel. Dieses Mal leider nicht in einer Gold-Edition oder so, weil das DLC damals nur für CD erschienen ist. Wir werden es trotzdem bringen, wenn alles klappt. Okay, wir haben gleich den nächsten Tod. Schön. Ein Medipack. Cool. Wo bin ich hergekommen, Zeitex? Ich weiß es nicht. Das ist schlecht. Hier. Ja, das wird jetzt schmerzhaft, die Lunge. Sekunde. Schwimmen. Schwimmen, Mädel. Schwimmen. Oh no. Oh no. Oh no. Oh. Okay, ja. Ja. Ja, die nächsten Secrets werden auch lustig. Hä? Oh nein. Oh lol. Okay, wir laden kurz. Backup-Safe nicht vergessen, ne? Unten. Ach so, ja. Du weißt, was passiert, wenn man das nicht macht. Ja, leider weiß ich das. Erinnere mich nicht. So, jetzt holen wir uns erstmal hier dieses eine Medipack, das hier am Boden liegt. Man darf also nicht ins Wasser kommen, weil die Strömung einen dann hier hinter treibt. So, hier rein. Junge, Junge, Junge. Junge. Warte, du hast gesagt, 25 Stunden ist das Spiel lang. Oh Gott, das wäre wahrscheinlich so 2 Stunden Level pro Stück dann. Vermutlich, ja. Oh ja, genau. Mal gucken, wie viele Level es gibt. Ja. Ach du Heilige, was ist das denn hier? Es ist schon wieder viel zu wild. Okay, das ist der Startraum. Also hier, den haben wir gerade vorhin gesehen von oben. Es ist auch noch viel zu durch, ne? Ich höre hier irgendwo einen Affen, aber es ist kein Gegner bis jetzt irgendwie in der Nähe gewesen. Oh mein Gott. Affchen! Ein Äffchen! Guck mal! Oh mein Gott! Ja, wir sehen. Affale! Affal! Ja, mir hat's geout. Grüß dich. Schau dich an. Süß. Entschuldigung. Es gibt 7, 11, 15, 19 Level plus Bonus-Level. Also was man leider, okay, was man leider auch merkt, ist die Framerate wahrscheinlich. Die ist hardcapped auf 30, ne? Habe ich dir erzählt. Ja, genau. Ja. Aber ich meine, wir überleben es. Ich meine, du musst das spielen. Ich guck nur zu. Für mich ist das angenehm. Ja, so ist es auch okay. Ich meine, ich bin Konsolenspieler gewesen für jahrelang. 10 Jahre oder länger. Ich bin 30 Frames absolut gewohnt. Ich habe da gar kein Problem mit. Ich meine, ich habe auch kein Problem jetzt mit meinen 165 Hertz zu spielen auf meinem Monitor. Das macht natürlich auch Spaß. Aber ich habe kein Problem, wenn es mal weniger sind. Hier sind irgendwelche Stacheln. Ah. Das ist ja richtig. Das ist so richtig böse. Man versinkt hier ja langsam. Desto länger du drin bist, desto eher so treibsandmäßig. Naja, true. Ja, keine Ahnung, hier den Baum hoch oder was? Ah, quick, haben wir hier gerade aufgemacht oder wie? Ich weiß gerade ehrlich nicht wirklich, was ich tue. Aber die Shotgun ist eine andere, ne? Ja, das ist ein neues Modell, wenn wir mal gucken. Die haben eh alles wahrscheinlich neu gemacht, Texturen. Das ist eine Spaz 12. Mhm. So die Uzi-Clips, also Uzi ist auch wieder dabei. Granaten für Granatwerfer wahrscheinlich. Die Flares sind dieselben. Ja, ist schon krass. Statistics. 3 von 6 Secrets, ich bin done, Alter.
Ja.